Hallo liebe Nosy Rosies, hallo liebe YouTuber. Ja, ich bin die Thomas. Ich möchte euch ganz herzlich im Wochenende, im Samstag bei The Nosy Rosie begrüßen. Ja, wir haben auch jetzt Samstag, aber halt schon 10 vor 8 und ich hoffe, dass ich das Video noch bearbeitet und reingestellt bekomme. Heute. Ansonsten hoffe ich, ihr verzeiht mir auch, dass es jetzt so spät geworden ist. Dann möchte ich noch kurz sagen, das dieswöchige Thema ist ja, wie waren wir als Kind? Ich habe mir überlegt, also ich stelle euch ein paar Fragen. Und zwar habt ihr einfach kurz mal Zeit, euch Folgendes zu überlegen. Welche Frisur hatte ich als Kind? Lange oder kurze Haare? Um euch noch ein bisschen Zeit zum Überlegen zu geben, habe ich gedacht, ich stelle erst alle Fragen und dann gebe ich euch die Antworten dazu. Die zweite Frage lautet: War ich ein typisches Mädchen, ein Mischtyp oder typisch Männervibe? Also unter Männervibe verstehe ich jetzt einfach mal so ein bisschen jungenhaftes Mädchen. Und die dritte Frage lautet: Welche Hobbys hatte ich? Wie habe ich gespielt und mit wem? Also waren es eher Mädels, mit denen ich gespielt hatte, eher Jungs? Habe ich eher mit Puppen gespielt oder eher mit Autos? Ja, was denkt ihr? Die vierte und letzte Frage lautet: Wie viele Jahren hatte ich meine erste lesbische Erfahrung und woran habe ich gemerkt, dass ich bisexuell bin? Ja, jetzt dürft ihr euch mal den Kopf zerbrechen und die Antwort gibt es genau jetzt. Also, die erste Frage war ja, welche Frisur hatte ich als Kind? Lange oder kurze Haare? Ich hatte natürlich kurze Haare und das lag daran, dass meine Mutter ständig mir kurze Haare geschnitten hat, weil sie das einfach auch selber schön fand und sich das so bis heute eigentlich gehalten hat. Ich fühle mich mit kurzen Haaren einfach viel wohler. Hatte zwar mal so mit 16 bis ungefähr 19 Jahren knapp noch so überschulterlange Haare, so ungefähr. Aber habe sie mir dann relativ bald auch wieder abgeschnitten, weil ich es einfach, ja, auch nach meinem Ex-Freund da nochmal so einen Cut brauchte irgendwie. Das kennt man ja dann so, wenn man sich getrennt hat, dass es man dann oft eine Veränderung nochmal braucht. Und die Haare waren ab und seitdem bleiben die auch ab. Die zweite Frage war: War ich ein typisches Mädchen-Mädchen, ein Mischtyp oder typisch Männerweib? Also ich war ein totaler Mischtyp. Wie sich das so geäußert hat, werde ich auch gleich noch in den nachfolgenden Fragen etwas näher beantworten. Es sei so viel gesagt, dass ich natürlich auch bis heute eigentlich ziemlich mich nicht auf eine Seite ziehen kann oder entscheiden möchte und mich halt auch als bisexuell oute, wenn mich jemand fragt. Und ja, auch eben 7 Jahre älteren Bruder habe und eine 5 Jahre jüngere Schwester. Und ich eben mit beiden, ja, viele Sachen erlebt habe und
sowohl Latzhose, Schlabber-T-Shirt und Turnschuhe getragen habe, als auch Lackschüchen, Strumpfhose, Kleidchen und Springbrunnen im Haar und solche Sachen. Eben dann die nächste Frage war ja, welche Hobbys ich hatte und wie und mit wem ich gespielt habe. Das kann ich ganz gut dazu im Anschluss erzählen. Wie gesagt, also meine Geschwister waren eben überwiegend meine Spielpartner daheim. Und ansonsten hatte ich drei richtig gute Freundinnen und ja, bin auch mit einer mehr oder weniger aufgewachsen. Sonst hatte ich eigentlich auch mehr so die Kumpels als Freunde oder Freundinnen. Ich habe, wie gesagt, auch viel so geschnitzt, Holzhütten gebaut, eben mit meinem Bruder. Ich war auch totaler Fan von diesen ferngesteuerten Autos und Flugzeugen und Motorbooten und habe auch eigentlich immer bei meinem Bruder da mitspielen dürfen und habe auch irgendwann, glaube ich, mal sowas wie eine Fledermaus oder sowas geschenkt bekommen, die irgendwie elektrisch gesteuert fliegen konnte. Und all so ein Schwachsinn. Ja, wir haben Autos abgefackelt im Garten. Wir haben uns Bungalows gebaut im Wald. Ich habe auch viel so Mario Kart gespielt. Auch viel Playmobil, Lego, Ghostbuster und Turtles angeschaut und solche Sachen. Ja, das war dann eben mehr aus der Zeit mit meinem Bruder und wenn ich mit meinen kleinen Kollegen gespielt habe. Auch so viel Dino und Action Man und solche Sachen. Also und dann als meine Schwester auf die Welt kam und ich eben so dann in die Schule kam, da war es dann eben Barbie. Und was gab es da noch? Hatte auch mal eine totale Pferdephase. Hab auch eben, hatte auch Reitunterricht. Hab Pferde total geliebt dann und Polly Pocket und solche Sachen. Also da, wo es der Dunni zu graus wurde, als sie das erzählt hatte, es war für mich irgendwie dann in der Phase überhaupt kein Problem. Hab auch so meine ersten Verknalltheitsphasen gehabt, mit Jungs auch überwiegend erstmal. Haben aber auch, also wir als Mädels haben auch ja, so typische so Tänze einstudiert und solche Sachen. Aber halt auch, wir haben auch ganz normal Piraten gespielt und so Sachen. Ich war auch totaler Fan vom kleinen Vampir und der kleinen Hexe. Außerdem habe ich Geige gespielt, hab viel getanzt, hab mich aber auch für Karate und solche Sachen interessiert. Also, wie ihr seht, ich war schon als Kind total bi, ne? Dann war die nächste Frage, mit wie vielen Jahren hatte ich meine erste lesbische Erfahrung und woran habe ich gemerkt, dass ich bisexuell bin? Also meine erste lesbische Erfahrung hatte ich, glaube ich, so zwischen, da war ich so circa, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, so 7 oder 9 Jahre. Und ich würde das Ganze jetzt nochmal unter dem Aspekt Doktorspielchen im Alter, Grundschulalter laufen lassen. Es ging auch damals gar nicht so von mir aus, sondern von einer Freundin von mir. Mit der habe ich eigentlich heute gar nichts mehr zu tun. Also dazu kann ich auch nicht mehr sagen. Es war auch, war schon so an der Grenze zu, ihr wisst schon was, ne? Und ja, daran kann ich mich noch so erinnern irgendwie, dass mir das aber auch irgendwie, ja, es hat mir auch irgendwie in dem Moment halt einfach gefallen und hab da auch nicht drüber nachgedacht, irgendwie, was da gerade passiert. Ja.
Dann, also woran habe ich gemerkt, dass ich bisexuell bin? Klar, also so das erste richtige Mal war halt dann, als mir klar wurde, dass ich mehr von meiner jetzigen Freundin wollte als ja nur Freundschaft. Also ich hatte das Verlangen, sie anzufassen und ja einfach auch, wie wenn man halt verliebt ist, was miteinander zu machen. Außerdem, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fallen mir halt Situationen ein. Also ich hatte vor Jungs nie so ein Schamgefühl wie vor Mädchen. Also wenn man jetzt in Anführungsstrichen normal ticken würde, also hetero wäre, dann entwickelt man ja irgendwann Schamgefühl gegenüber dem anderen Geschlecht. Und bei mir war das eigentlich eher so das Gegenteil. Also ich hatte nie Probleme damit, zum Beispiel mich umzuziehen in einer Jungskabine. Aber ich hatte totale Probleme damit, wenn man dann nach dem Schwimmen gehen irgendwie duschen musste und sich dann umgezogen hat und so. Da habe ich mich irgendwie immer alleine in der Kabine umgezogen. Und ich habe auch halt viel eher Frauen und Mädchen dann angeguckt. Ich fand es ganz interessant, weil ich nämlich auch mal in einer Reportage, die ich auch in meiner Playlist habe, das auch gehört habe von einem Mädel, was sich jetzt geoutet hat in der Schule. Und ich habe mal gedacht, es wäre total krank, dass ich solche Gedanken damals hatte oder solche Verhaltensweisen. Und die hat es aber auch so erzählt, dass sie eben vor Frauen Schamgefühl hatte als vor Jungs. Und da ist mir dann irgendwie ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich wusste, okay, ich bin nicht alleine. Ja, ansonsten hatte ich auch einfach viele Experimente, auch unter meinen Freundinnen so. Hab auch bei Serien oder so, wie die Jen, glaube ich, schon mal gesagt hat, auch eher so die Frauen angeguckt. Und einen guten Beweis habe ich noch, und zwar hatte ich mich eigentlich in einen Jungen verliebt gehabt, mal 3 Jahre lang in meiner Gymnasialzeit. Hab ihm das dann irgendwann gestanden und er meinte dann nur so, ja, es hätte ihm leid, bladibla. Ich wäre einfach nicht so sein Fall. Und ich habe dann erst also Jahre später erfahren, dass der jetzt mittlerweile sich vollkommen als schwul geoutet hat. Also ich stand immer schon mehr auf weiblichere Männer und ein bisschen mehr so androgyne Frauen. Also so Frauen, die so ein bisschen wie Shane einfach, die ein bisschen was Junghaftes haben. Ja. Achso, eine Sache muss ich auch noch sagen. Ich glaube, ich bin auch überwiegend eher so ein Papakind. Das denke ich auch nochmal ganz interessant. Also ich habe nicht alles, aber sehr, sehr viel von meinem Vater und fand immer Männer, sage ich mal, intellektuell mehr anziehend, aber Frauen eher körperlich anziehend. Ja. Also völlig verkehrte Welt und alles kreuz und quer. Man sieht total bi halt. Ja, das waren eigentlich die Fragen. Ja, bin mal gespannt. Vielleicht schreibt ihr einfach unten in die Beschreibung mal rein, was ihr so getippt habt zu den Fragen und schickt mir vielleicht Videoantworten dazu. Ja, übrigens, heutzutage hat sich da nichts geändert. Also ich ziehe sowohl gerne irgendwelche Hemden und Blusen an, also so mehr in die Tomboy-Richtung, aber auch zum Beispiel, wenn meine Freundin und ich weggehen, zieht sie dann schon eher so einen Hosenanzug an und ich das Kleid. Also das ist, denke ich, auch immer sehr, sehr abhängig davon, wie man sich fühlt und man sollte sich da auch nicht in eine Kiste gestopft fühlen, denn tut das, worauf ihr Bock habt. So viel das Wort zum mittlerweile Sonntag. Und bitte verzeiht mir, dass das Video doch jetzt erst reingestellt wurde. Bis dann, ciao!